Klar ist heute auch, die bisherigen Anstrengungen, die wir unternommen haben, reichen nicht aus. Aber liebe Frau Biel, wenn ich das an der Stelle einmal sagen darf, bei allem Respekt vor Ihrer Rolle, die Sie hier im Parlament haben, finden Sie es nicht irgendwie befremdlich, dass in der ganzen Zeit, wo die Grünen die Zuständigkeiten für Klimaschutz und im gleichen Maße für Landwirtschaft hatten, es kein Naturschutzgesetz, kein Wassergesetz, kein Waldgesetz und auch kein Klimagesetz gegeben hat? Wir haben da eine Zwischenfrage der Kollegin Staute. Lassen Sie die zu? Herr Lies, bitte erklären Sie uns, wer in der letzten Wahlperiode Wirtschaftsminister war und wer da mit aller Macht versucht hat, diese Gesetze zu verhindern. Wer Wirtschaftsminister war, ist ziemlich eindeutig, das war ich. Und nicht geschafft haben es die Grünen in ihrer Verantwortung, genau diese Gesetze umzusetzen. Daran kann ich leider nichts ändern. Das war Ihre Verantwortung, Sie haben es nicht geschafft. Frau Staute, was soll denn die Botschaft sein? Die Botschaft ist, Grüne haben sich in Regierungsverantwortung nicht durchsetzen können. Dann ist das die Botschaft, die Sie gegeben haben. Aber macht es das denn besser? Vielleicht ist es einfach die Situation, dass wir über 1 Milliarde in Klimaschutz investieren, hunderte von Millionen für Artenschutz ausgegeben haben und es dabei bleibt, dass es Ihnen unglaublich leicht fällt, in Opposition Forderungen aufzustellen, in Opposition zu sagen, was alles passieren müsste, aber in Verantwortung nichts davon umsetzen. Das ist doch die Realität.